Ja, herzlich willkommen und ein wunderschönes Weihnachten wünsche ich allen da draußen. Frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt heute alle einen ganz schönen Tag mit eurer Familie. Scheißt mal ein bisschen auf den PC, gönnt euch noch das Video und danach macht ihn aus und schaut mal, was das Real Life so bringt. Aber ich hoffe, ihr werdet reich beschenkt, ihr werdet weiterhin gesund sein und so weiter und so fort, was man halt wünscht. Und damit herzlich willkommen zum Replay of the Week mit dem Type 59. Diesen Panzer, den jetzt wieder sich einige Leute neu ergattern konnten durch die Geschenkboxen bei World of Tanks. Also auch da natürlich die Frage, wer von euch hatte denn Glück und was ist eure Meinung dazu? Ich persönlich finde es ja sehr gut, dass es da wieder einige mehr davon gibt, denn ich finde diesen elitären Status, dass Leute irgendwie gesagt hätten, ja, das ist ja jetzt nichts mehr Besonderes, jetzt kann ja jeder haben, warum sollte es auch was Besonderes sein? Nur weil man einfach mal zu einem richtigen Zeitpunkt das Ding gekauft hat, wo vielleicht jemand anders noch nicht gespielt hat. Also ich persönlich freue mich für alle diejenigen, die da jetzt einen für sich ergattern konnten. Aber jetzt schauen wir mal, was er hier reißen kann damit. Nach wie vor der Type, ja, ein Panzer mit Special Matchmaking. Das heißt, er sieht allerhöchstens 9er Gefechte. Hier ist er sogar in einem 8er, 7er Gefecht reingerutscht. Also von dem her ideal natürlich für ihn. Macht dann Gegner auf, AMX 65T, der wirkt aber AFK. Und das merkt er jetzt auch. Denkst du, ja gut, wenn du da stehst, dann Junge, dann wirst du jetzt abgefarmt. No, doch nicht AFK. Ich dachte, der wäre der AFK, aber nee. Der hat sich dann auch gedacht, no, doch nicht so schön davon. Jetzt kann ich hier natürlich den perfekt wegsnacken. Und mal interessant wäre auch eure Meinung zu wissen zum Type 59 im Allgemeinen. Früher ja eine Zeit lang als OP verschrien, danach ein bisschen überarbeitet, genervt, wie auch immer. Und irgendwie mittlerweile eigentlich so ein bisschen weg vom Fenster, würde ich sagen. Also seinen Glanz von damals hat er eigentlich nur noch wegen seiner Exklusivität. Aber da sagt doch mal, was ihr meint. Findet ihr den aktuell gut, sehr gut, mittel, schlecht, wie auch immer? Sagt mal eure Meinung in die Kommentare, da bin ich auch sehr gespannt. Wir bleiben aber jetzt beim Gameplay. Der Emil, da hat er nicht viel gesehen und konnte hier trotzdem noch auf den Turm schießen. Sehr schön. Diese Runde wird übrigens am Ende des Tages über 300.000 Credits einbringen. AP. Er hat kein Ziel, auf das er so richtig schießen kann. Aber da einfach Geduld beweisen, auch wenn er hier im angreifenden Team ist, aber nichts überhasten. In Bayern sagt man, hudeln gibt schiere Kinder. Also deswegen nicht hudeln, Jungs und Mädels. Einfach weiter runterspielen. Und man sieht ja, es klappt. Erster Kill mittlerweile. Und das mit 2200 Schaden. Aber auch schon 1600 unterstützt. So, jetzt hier T34-2. Hat er gerade weggeschaut, schnell ausgenutzt und eine draufgegeben. Der will jetzt hier auch sein Glück probieren. Hat ihn da ketten können. Er lässt die Kette jetzt erstmal heil werden und fährt dann so drauf. IS-2 guckt jetzt auch schon böse, muss er aufpassen. 2 gegen 1. Und jetzt denkt er sich, weißt du was, T34, dann schieße ich halt auf den IS-2. Und er bleibt weiter auf den. Jetzt wollte er für die Kommandantenkuppel gehen, aber die war leider nicht so einfach zu beschießen. Jetzt macht er einen kleinen Break, lässt mal den T34-2 da vielleicht ein bisschen ja, aggressiver auf ihn zukommen. Und da hat er ihn gut erwischt, hat ihn auch anzünden können. So, der T34-2 ist jetzt da mit One-Shot, der E25 denkt sich jetzt Kamikaze. Hat jetzt hier
gerade noch mal die RAM-Aktion verhindern können. Aber er, was macht er denn hier? Haut sich da einfach mal weg. Hat so viel Respekt hier gehabt vor dem Type, dass ich dachte, ach du Scheiße, denn da hau ich lieber ab. So, Arti hat jetzt da mal die T-34-2 geregelt. Jetzt noch die Frage mit dem IS-2. Ja, der mittlerweile dachte sich auch, ich hau hier ab. Aber kriegt da sofort die Granate in den Arsch geschossen. Und nochmal eine. Oh, der Schwede, da muss er aufpassen. S1 immer ein sehr harter Gegner. Deswegen rettet er sich jetzt hier hinterhalb des Berges. Tiger 1, nur der Turm zu sehen. Und das ist leider nicht der Tiger P, wo man den Turm gut und einfach durchschießen kann. Aber der wurde vom AMX M445 weggemacht. Zwischenzeitlich der IS-2 ihm in den Hintern geballert. Und deswegen entscheidet er sich jetzt hier erstmal Richtung Jagdpanther aufzubrechen. Aktueller Stand 7:3. Der Jagdpanther direkt auch low geschossen. Das heißt, da braucht er jetzt nur noch mit einem Schuss den rausnehmen. Einmal kurz um den Hügel hier fahren und dann zack, raus die Maus. Das Gegnerteam sieht sich wieder ein bisschen zurückgeschossen, 7:5, aber ich glaube, er macht jetzt hier das 8:5. Kommt jetzt hier drauf, yo, 8:5. Perfekt. Bei der Basis scheint jetzt aktuell nur der Komet zu sein, sonst sieht es hier relativ ruhig aus. Da kommt jetzt auf den Type 59 vom Gegner drauf. Mit Auto und Aim nicht so die beste Option. Da hätte er vielleicht nochmal manuell schießen können und auch sollen. Schwieriger Schuss auf den ESO auch noch. Der geht leider nicht klar. Der Komet in der Basis wurde jetzt mal zerstört. Daher gar kein Ungemach. Oh, jetzt kommt da der Panther rum. Jetzt muss er natürlich irgendwas machen. Der Panther schießt weiter auf ihn. Die ESO hat ihn jetzt auch da auf den Kicker. Der Panther hat einen schnellen Reload, dementsprechend immer diese Nadelstiche die ganze Zeit. Jetzt hat er es übrigens ganz gut mit dem Auto-M gemacht gehabt. Den ins Auto-M nehmen und weiterhin sozusagen die Übersicht behalten über das, was der Panther da drüben macht. Damit sein dritter Kill auf den IS-2. 4700 Schaden, 3000 Unterstützung. Ein bisschen was ist auf jeden Fall hier noch drin, ich verspreche es euch. So, da S1, der schon böse schaut, auch sofort die Granate, ah, oh, und die Arti, Gott sei Dank, noch mit 40 HP, kann er hier überleben, zieht sich jetzt natürlich gleich wieder zurück, der S1, der bleibt hier böse auf ihm drauf, aber er macht es sehr schön mit Auto-Aim, arbeitet hier gut mit seiner Gun-Depression, und zack, jetzt hat er auch da den S1 rausgehobt, vierter Kill, 5717 Schaden und das ist dann noch ein bisschen was er da machen kann. Der Panther, der steht da neben ihm. Der kommt jetzt hier rum. Kette da. Ja, und da ist wieder weggemacht, bevor irgendwas passiert. 5717 und 3992 Unterstützung und 2020 gebounced. Das war eine sehr schöne Runde in dem Type, muss ich sagen. Schon lange keine solche gute mehr gesehen, deswegen ein verdientes Replay of the Week. Und abschließend will ich euch nach wie vor gerne eure Meinung wissen, also haut die in die Kommentare. Ich bin gespannt. Schöne Weihnachten euch alle zusammen und wir sehen uns natürlich bald wieder. Euer Alcaramba.